Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Together Minecraft mit Ingo, ne? Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, Ingo, ne? Entschuldigung. Von mir hat man keine Videos mehr in letzter Zeit gesehen, weil ich krank war, falls einige gemerkt haben. Ich war auch krank, ja. Andauernd. Zweimal. Gut, was wir uns in diesen nächsten zwei Folgen vorgenommen haben, war eine... Wir wollten ein bisschen System in dieses Let's Play reinbringen, und zwar, wir werden uns ein Ziel, zwei Ziele vornehmen. Das erste Ziel ist, eine Slime-Farm aufzubauen. Ja. Zweitens, und uns ein kleines Dörfchen zu errichten. Ein Häuschen haben wir ja schon, das irgendwie so ein bisschen schnieke aussieht. Das möchte ich aber gerne noch ein wenig höher bauen, weil wir haben das gerade in so eine Lücke reingebaut, sodass es hier gerade nach unten geht, und das sieht ziemlich doof aus. Ja, außerdem können wir eh alles nochmal durch irgendwelche Materialien ersetzen, das ist kein Problem. Ich geh mal raus hier. Es ruckelt gerade überhaupt nicht, das finde ich geil. Das Skelett möchte nicht brennen und geht deshalb gerade in dein Haus rein, wird allerdings von den Hunden angegriffen und stirbt deshalb gerade. Und ich fress gerade Gammelfleisch. Bam. Okay, der ist tot. Sehr schön, Hundis. Du musst sie aber noch hinsetzen. Ja, es ist 1.2, deshalb spielen wir auch jetzt ohne Texture Pack. Wir spielen immer kurz nach den neuen Updates. Was zufällig Zufall ist. Was zufällig Zufall ist? Jawohl. Ja, das Wieso ist kann ich... Ich kann die nicht hinsetzen. Fuck. Am Ende denken die, ich wäre ihr Papi. Ich schaue es mir gleich mal an. Ja, wir haben ja auch noch ein Pferd. Pferd. Hallo. Hallo. Was? Danke. Ah, mit Knochen kann ich also... Ah, komm mit. Komm mit, ich habe einen Knochen. Ich habe einen Knochen. Komm her. Du musst ihn noch zähmen, Mann. Ich habe ihn doch schon gezähmt, ich kann ihn doch hinsetzen. So. Warte, so, dann jetzt musst du ihn aufsetzen, so. Und dann läuft er dir von alleine hinterher. Hallo, nicht in die Farm rein, du Fisch. Er ist ein Fisch. Du Hund. Fisch. Das ist die epischste Beleidigung für einen Hund ever. Du Hund! Ja, genau, oder du Fisch. Obwohl, du Fisch ist wirklich ein bisschen fies. Falls du eine Ho hast, kannst du hierher kommen. Ich habe hier ein bisschen was zertrampelt. Eine Ho. Eine Ho. Eine Ho, ja. Wie sprichst du dich denn aus? Ich habe eine Ho, ja. Kennst du dich, Julians Blog? Ja, doch. Allerdings schaue ich mir seine Videos nicht so intensiv an. Ja, jedenfalls, der verarscht mal Haftbefehl, und der sagt auch immer, wenn er Haftbefehl nachmacht, Ho. Deswegen hat mich das daran eben gerade so ein bisschen erinnert, das fand ich irgendwie lustig. Okay. Meine Ho ist gerade ein bisschen angebrochen, willst du sie trotzdem haben? Ja klar, scheiß rüber. Nein, ich brauche sie gar nicht. Egal, dann hauen wir sie in die Kiste. Vielleicht sollten wir hier irgendwann auch mal ein bisschen aufräumen. Mach ich gerade mal. Wäre so, vielleicht dann besser so. Was ich machen wollte, diese Part, ich glaube, ich wollte ein paar Monster töten, habe ich im letzten Part gesagt. Ich weiß es nicht, egal. Wollte ich machen, glaube ich. Ich brauche ein paar Pfeile. Ich habe keine Pfeile. Man kann ja jetzt auch so eine Vierer-Bäume machen. Ja, das stimmt. Diese Mammutbäume und so kann man jetzt auch machen, glaube ich. Ja. Wenn man ein Sapling hinsetzt und dann Knochenmehl, glaube ich, oder? Das war ja, aber so. Da vier Sapling nebeneinander. Genau. Das mache ich gleich mal. Ich habe nämlich noch einen Knochen übrig. Ich will jetzt einfach mal hier so mal ausprobieren. So, Knochenmehl und Saplings haben wir hier. Ne, warte mal, ich will so einen braunen Baum. Ich will einen Kackbraunen Baum. So, ich mach mal kurz die Render Distance Graphic. Nein, nicht fancy, fast war schon richtig. Dann mache ich Render Distance Short. Short reicht locker. Also so 4 in einem Quadrat hinstellen, oder? Ja, 4 in einem Quadrat. So, ich gehe wieder in die Monsterfalle. Okay. Das ey, guck mal, der Skelett-Spawner ist jetzt noch ein Skelett-Spawner und kein Schweinespawner. Yay, endlich! Yeah, haben die das mal gefixt? Wollten wir. Haben die es jetzt endlich mal gefixt hier? Das ist gut. Jo, ich muss hier dran vorbei. Wir sollten auf jeden Fall einen Weg hinbauen. So. Ja, man merkt, dass das jetzt hier die andere Welt ist. Das ist schon mal gut. Ja. Okay, gut. Du machst dann hier so Wasser hin, gell, dass es dann hier rüber gespült wird, gell, so ungefähr. Jo. Dass sie da runterfallen. Allerdings weiß ich nicht, wie die neue künstliche Intelligenz, also KI, sich auf diese Monsterfalle auswirken wird, weil die werden ja versuchen, da nicht runterzufallen. Ja, aber ich denke mal, das wird nicht so der Fall sein, deswegen. Was ich jetzt auch gut finde, ist, dass bei meinen Minecraft-Videos jetzt nicht mehr die Stimme so asynchron sein kann. Weil ich jetzt. Ja, asynchron halt.
weil ich jetzt halt extern noch aufnehme. Camtasia nimmt ja noch extern noch meine Stimme auf und den Ingame-Sound inklusive Skype. Deswegen ist das praktisch. Ach so, was wir brauchen, ist eine Schere, damit wir Wolle farmen können. Haben wir ein Schaf, wir brauchen noch ein zweites Schaf, damit die rumvögeln können. Da oben ist es, da oben ist es doch mit dem, das denkt, das wäre König der Welt und so. Genau. Hohe CPU-Auslastung durch Camtasia Recorder, ist klar. Ja, jetzt wissen alle, dass ich Norton Internet Security nutze. Cool. Yay. Das Egal. ist egal. Ich buddel mich hier gerade hoch, damit ich hier erstmal eine Fackel hinsetzen kann, so. Damit wir hier auch rauskommen. Und Du kannst da, auch einfach wo Leit die. ich kann dir ein paar Leitern geben, wenn du willst. Nein, 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 ich möchte das gerne so bauen, weil alles andere wird doof. So, mal sehen, wann wir hier denn endlich rauskommen. So tief waren wir jetzt Okay. ja auch nicht. Aber bei dem Classic weiß ich gar nicht, wann das Ding Zeug fertig ist. Hopp, hopp, so, okay. So, okay, jetzt habe ich einen Weizen. Ein Weizen. Ich habe drei Brote. Ha, du bist ein Stück Brot. Ha! Mann, das hat mir jetzt auch wehgetan. Ja. Es tut so vieles. Wenn ich mir jetzt in den Kopf gegen die Tischkante haue, tut das auch weh. Ja. Warte mal, hier ist doch das Schaf. Ey, komm runter. Hallo. Wir zähmen das König der Welt. Der König der Welt. Den König der Welt. So, Das jetzt. König der Welt. Hallo. Ey, du Ho, komm runter. Du So, Ho, ich mach dich. ich hab mir gerade ein Brot reingemampft. Du Ho, ich mach dich kaputt. So, jetzt sind wir hier schon fast oben. So, hier bin ich. In einem komischen Wald direkt vor unserem Haus. So, wir machen den Gang noch irgendwann zwei breit, allerdings nicht jetzt. Jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Wasser. Ich versuche hier gerade irgendeinen Scheiß. Ich weiß nicht genau, was ich da fabriziere gerade. Frag das bitte nicht, was ich hier gerade mache. Was machst du da? Ich bin gerade auf YouTube und so. Achso. Ja, das ist Hallo kein Schaf. Scheiß. Egal. Wir holen uns hier Wasser. Ey, hallo Schaf, komm runter. Ey, komm her. Komm runter. Ja, du bist so dumm. Komm her. Das ist das viel blöd. Komm her. Ey, komm her. Ey, du bist voll der Checker und so, komm her. Du bist voll cool. Komm mit. Wenn du mitkommst, bist du cool. Du bist so das behinderte Schaf, was ich gesehen habe. Ja, ist wirklich so. Es ist einfach so, dass es einfach Ey, nur behindert im hallo. Kopf ist. Behindert? Komm her. Sekunde, ich hab da Ich geb gerade. dir. Nein, wir Ich geb sind dir. in einem Eisbiom. Glaube ich Was? zumindest. Wenn es Wo? schneit, dann regnet's. Wenn es regnet, dann schneit's. Warte mal, ich glaube, ich sehe da hinten ein Schwein. Dann töte es nicht, okay? Sondern lock es an. Nee, ist nur ein Schaf. Oh. Hier war ein Skelett. Ja, Ich hab die Angst. Skelette stellen sich ja jetzt unter die Bäume, damit sie nicht verbrennen. Ja, nur dass das Skelett ziemlich So. rumbuggt. Ja. Super. Ich hack hier mal kurz das eine Ding nieder. So, So. wir werden jetzt erstmal ein Ein paar Mal Tag. laufen müssen. Das kann ja lustig werden. Babababam, babam, babababam. Hallo, ey, Schafe, kommt ihr mal her? Hallo, komm her. Hier. Ich hab hier Weizen. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Was laberst du? Schlaberst du, hast schon gelernt. Ja, habe ich. Aber ja, ich kenne das jetzt nicht, dass du jetzt wieder denkst, oh mein Gott, der ist ja voll dumm. So, jetzt kommst drauf an. Ja, perfekt. Hallo, So, komm dann her. hier nochmal hin. Das Schaf. So, dann hier runter, damit wir uns Aua Aua machen. Schafe Bam. sind fiese Intelligenzbestien. Ja? Ja. Nicht nur die neuen Monster, sondern auch die Schafe. Ja. Wir müssen sie vernichten, bevor es zu spät ist, Mann. So, jetzt habe ich die beiden. So, einmal. So, So. einmal liebe Macken, bitte. Oh mein Gott, ich habe mich selber eingesperrt. Cool, die haben jetzt ein Schaf geholt. Ein So, jetzt werde ich alle. Mini-Babyschaf, das ich nicht sehen kann. Knuffig, ich rasiere dich. Cool. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Egal, dafür rasiere ich den. Und den. Mit so einem Ja, Elektrorasierer. genau. Oh yeah. Bam. Komm. So, wir füllen hier alles Hä? mit Wasser aus. Ah! Ah! Ah!
Nein, 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 nicht da. Ach, okay, war in Ordnung. Ich glaube, wenn wir hier noch ein paar Mal runterspringen, dann sind wir tot. Auch wenn jedes Mal nur ein halbes Herzen verlieren, aber Herzchen verlieren, aber das ist egal, wir werden früher oder später sterben. Wow, in unserem Haus sind Zombies! Ja, weil die sich da unterstellen, Mann. Wir sollten die Tür mal zumachen. Lol, mein Hund gammelt in der Luft. Cool. Das ist ein Gammler. Ja, ich glaube, das liegt daran, weil wir hier nicht genug ausgeleuchtet haben. Ich glaube, das liegt daran, dass wir die Tür nicht zugemacht haben. Ja, auch. Leicht. Ich glaube, ich bin schon fast fertig mit der Monsterfalle. Dann müsstest du noch kurz herkommen und ein paar Fackeln ausschlagen. Das traue ich mich nicht. Nein, Scherz. Schlag ein paar Fackeln rein, Alter. Ich hau denen die Fackeln in die Fresse, ey. Das glaubst du gar nicht. Und dann müssen wir hoffen, dass es funktioniert. Ich habe Ninja Gaiden gespielt. Ich habe Reflexe wie ein Ninja. Okay. Weil ich Ninja Gaiden gespielt habe. Ah, okay. Jo, Planschbecken! Yay! Wie? Ist ja voll kacke, ey. Was? Da hört ja das Wasser auf. Die hört ja das Wasser auf zu fließen. Ja, wieso denn nicht? Das ist ja sehr scheiße. Es ist total kacke. Das sieht voll komisch aus. Das ist so voll unrealistisch und so. Ja, Achtung, jetzt kommt hier neues Wasser an. Ich muss mal kurz nachdenken. Ich glaube, ich habe die Wasser wohl nicht so. Ah, geil. Ich weiß nicht, wie es geht. Geil, hier ist ein Geheimgang. Der führt nach draußen. Wenn du Bock hast, dann kannst du ihn einen breiter machen. Ich wollte ihn ehrlich gesagt um eins höher machen. Ne? Wieso das? Ach, das kannst du auch machen. Ja, das mache ich jetzt mal. So hobbylos bin ich. Tag, 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 Tag. Ein Slime, eine Slime-Farm wäre hier ein bisschen schwierig zu bauen, glaube ich. Wieso? Also, man müsste erstmal einen Slime-Spawner finden. Ein Slime-Chunk, ja, das würde noch ein bisschen dauern, weil ich dafür eine Mod brauche. Weil wir können zwar natürlich auch eine Slime-Chunk so suchen, aber das ist geisteskrank, wenn man das versuchen möchte. Also der kann sich ruhig gerne mal in der Klinik, das ist dann, brauch ihm nicht peinlich zu sein, wenn man sowas macht, aber da muss man echt schon einen Mod für benutzen. Eine Mod und deshalb. Ach, der sucht jetzt die direkt Slime oder was? Machen. Nein, der sagt dir, wo ein Slime-Chunk ist. Ja, meine ich ja, der sucht dir eine Slime-Chunk. Ah, Moment mal kurz. Ach, meine Arm schläft gerade ein bisschen ein. Meiner nicht. Ich könnte ja eigentlich Hausaufgaben machen, ich könnte es aber auch lassen. Ja. Ich bin für lassen. Ja. Weil ich einfach letztes Jahr keinen Bock drauf hab. Ja. Das ist Abschlussstress. Ja. Ich bin fast tot. Bin doch nicht. Egal, ich hab's. Wow, da kommt irgendwas runter. Das nennt sich Zombie. Cool. Ah! Skelett, Skelett! Nein, du bist das. Ich sehe aus wie ein Skelett, ist klar. Der Zombie müsste jetzt eigentlich gleich Damage kriegen. Sehe ich aus wie ein Skelett? Sehe ich aus wie ein Skelett? Ja, der Zombie kriegt Damage. Die Monsterfalle funzt. Ja, yeah, wie lassen wir das Zeug? Ich würd sagen, wir machen hier so eine, weißt du, hier, da. Ja, das erste Monster, was gestorben ist. Jubiläum! Weißt du, ich hätte eine geile Idee für die Monsterfalle. Wir machen hier so eine Grube hin, wo das alles hier dann so reingespült wird und wir dann einfach nur hier durchlaufen müssen. Ja, das können wir auch noch machen, aber als erstes schmeißen wir sie überhaupt an. Also komm mal bitte nach oben. Yeah, warte, geil. Oh, es ist Nacht. Ja, schon die ganze Zeit. Gehen ja, wir warte, vor. Ich mach hier mal kurz eine Dings. Eine Grube. Dann kann man das hier reinspülen lassen. So, Moment. So, das ist hier drin. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus. Sekunde mal, ich möchte mal kurz was ausprobieren. Was guck mal, passiert, wenn wir diesen Stein hier wegschlagen? Ah, und das wenn ist wir dann hier eine Fackel hinwerfen, passiert gar nichts, okay. Okay, alles klar, dann nicht. Nö, dann möchte ich nicht. Nee. Warte mal, ich setze hier mal einen Block hin und baue den wieder ab. Komisch. Ja, ich hätte gerne, dass natürlich alle Items hier reinfließen. Die kommen. Dafür müssten wir aber, glaube ich, einen 8. Okay, das könnten wir das aber Creeper. Auch machen. Oh. What the fuck?
Wie kommt er hier rein? Machen wir den Eingang zu, solange wir hier rumhantieren. Jo, mach ich. Ich glaube, wir brauchen Katzen. Katzen? Achso, stimmt, jetzt gibt's ja die Pumas. Ja, vor denen haben Creeper Angst. Ja, das finde ich jetzt geil. Das ist geil gemacht. Also, das ist. Ja, das ist wirklich geil gemacht. Stimmt, vielleicht sollte man auch erwähnen, was neu im Patch ist und was nicht. Ja, mach du mal. Ja, was neu ist im Patch sind die Pumas. Mehr weiß ich nicht. Es gibt eine Redstone-Fackel, Redstone-Lampe. Dann kann man noch hier Stufen kann man an der Decke anbringen und genauso wie Half-Steps. Was gibt es noch? Ich muss mal kurz nachdenken. Als erstes machen wir mal hier so alles zu. Dann gibt es noch Hunde kann man jetzt paaren. Mit Gammelfleisch kann man die paaren, ja. Mit Gammelfleisch, yeah, gut, das wird. Jetzt weiß ich auch, was die Zombie-Spawner bringen. Gut zu wissen, jetzt kann ich mit meiner Offline-Welt das auch nutzen. Ja. Meine Offline-Welt habe ich letztens 6 Slime-Spawner gebaut. Slime-Grinders.